diesen Tränen sollte die Weltöffentlichkeit auf den Golfkrieg eingestimmt werden. Eine angebliche Augenzeugin aus Kuwait. Ich habe im Krankenhaus gesehen, wie irakische Soldaten Säuglinge aus den Brutkästen gerissen haben, um sie auf dem kalten Fußboden sterben zu lassen. Doch der dramatische Auftritt war ein Schauspiel, inszeniert von einer PR-Agentur. Die Geschichte von den herausgerissenen Babys, eine Lüge. Sogar in den Nachrichten Inszenierungen. In Berlin hat die Kassenärztliche Vereinigung gegen die geplante Gesundheitsreform protestiert. Die Ärzte hängten symbolisch tausende Kittel an den Nagel, um zu zeigen. Denn die demonstrierenden Ärzte waren nur bezahlte Statisten, angeheuert von einer PR-Agentur. Wenn es nicht auffliegt, dann wird eben wirklich den Leuten was vorgegaukelt und man kriegt sozusagen eine deformierte Öffentlichkeit, wo eigentlich nicht mehr offen und kritisch diskutiert wird, sondern die Leute glauben, kommt was von der unabhängigen Seite. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo schon die PR einen dominierenden Einfluss hat auf die Konstruktion von Öffentlichkeit. Und das Schlimme dabei ist, dass niemand das auffällt. Wie von Geisterhand gelangen Meldungen in die Medien, die keine sind. Eine Branche boomt. Public Relations. Sie erfindet Bilder und Geschichten, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und zwar so, dass niemand es merkt. Im Grunde wird die Öffentlichkeit und die Wahrheit auf den Kopf gestellt, weil durch die Präsenz solcher Firmen, solcher kommerziellen Interessen, wird das Bild verzerrt, das Meinungsbild verzerrt. Und das ist der erste Schritt, um am Ende eine Meinungshoheit zu haben zu einem Thema. Auch Politiker wie die langjährige Familienministerin Ursula von der Leyen nutzen PR, um sich in Szene zu setzen. Über sie und ihr umstrittenes Elterngeld gab es erstaunlich viel positive Berichte in Lokalzeitungen und im Radio. Vor allem viele Frauen finden gut, dass das neue Elterngeld ihnen hilft, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Die Berichte stammten nicht von unabhängigen Journalisten, sondern von einer PR-Agentur. Und viele Medien brachten die geschönten Meldungen, wie eine penible Analyse des Ministeriums zeigt. Ursula von der Leyen, sie trickste und bekam sogar einen Preis für ihre PR-Leistungen. Ja, bitte sehr. Von Herzen Dank, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen sagen, dass ich ausgesprochen geehrt und glücklich bin, dass ich diesen Preis übernehmen darf. Ich muss noch eine ganze Weile darüber nachdenken. Politiker und PR-Profis als Komplizen bei der täglichen Inszenierung. Unabhängige Journalisten stören da nur. Nur bestimmte Medien sind bei der Ministerin Audienz erwünscht. Die bitte nicht, Bente. Wer? Sagt die Veranstalter das. Wer sagt das? Frau Konnemann? Frau Konnemann, warum dürfen wir nicht mit rein? Wir sind doch ganz normal Presse. Sie haben hier öffentlich eingeladen zu dem Termin. Es tut mir leid. Gilt die Pressefreiheit hier nicht? Die Pressefreiheit geht absolut. Ja, dann lassen Sie uns doch bitte rein hier. Nein, danke schön. Doch die transparente Bauweise der Vorzeigekita erschwert den selektiven Presseausschluss. Kommt bitte rein, wir werden uns darüber danach unterhalten. Ah, das ist super. Aber es wäre nicht aus Fenstern. Sehr schön. Dann möchte ich sehr ernsthaft mal mit Ihnen reden. Und das wird jetzt nicht mitgeschnitten. Doch jetzt wird es der CDU-Bundesmutti zu bunt. Eine Lehrstunde in Polit-PR. Ich bin jetzt hier in einer. Ich wäre Ihnen doch sehr dankbar, wenn jetzt diese Veranstaltung hier geschlossen bleibt. Na, das wäre ganz nett. Würden also Sie sollen wir nicht dran teilnehmen an der Veranstaltung? Das wäre ganz nett, wenn Sie uns einfach einen Moment hier leiten. Und wollen Sie dann die anderen Vertreter der lokalen Medien auch rausbitten? Würden Sie doch einen Moment jetzt hier mal diesen geschlossenen Kreis verlassen? Ja? Warum gilt die Pressefreiheit hier nicht? Und jetzt fragen wir einfach mal hier, Sie sind die Gastgeber. Ich möchte Sie bitten, hier jetzt die Runde mich gerade zu verlassen. Okay. Einerseits Blockade von Informationen bei kritischen Themen und andererseits die große PR-Tunke, wenn man was loswerden will. Dazwischen gibt es kaum mehr was. Also das, was man Diskurs nennt oder was man offene Dialogbereitschaft nennt, das ist sozusagen total verkümmert. Sie können sozusagen nur im Nachhinein, wenn das sozusagen schon mal durch die Medien gegangen ist, oder wenn es sozusagen Hinweisgeber gibt, die sagen, hier läuft was schief, dann können Sie sozusagen nachträglich eine Rüge aussprechen. Die Rüge hat keinerlei rechtliche Konsequenzen. Und die Leser und Zuschauer erfahren erst recht nichts davon. Bei ihnen bleiben die Inszenierungen als Realität hängen. Die Lügen werden zur Wahrheit.